Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac Afterbirth. In der letzten Folge haben wir versucht, mit Dizzy, da siehst du das nochmal, den Greed-Modus zu schaffen. Haben wir leider nicht hinbekommen. Meine Witzweg ist minus 5, aber das interessiert uns heute nicht, denn heute machen wir eine Challenge, habe ich mir überlegt. Bei den ganzen Trara um Lilith habe ich ganz vergessen, irgendwelche Challenges zu machen, denn wir haben ja 10 neue Challenges bekommen, dank dem DLC. Und ich habe mir rausgesucht, Heatherheart. Ja, fühlt euch alle gehartet. Wir machen auf jeden Fall Challenge Nummer 25, Have a Heart. Und diese Talents, zeigt Folgendes auf. Wir haben ein Herz. Ein Herz. Seht ihr? Da oben ein Herz. Allerdings haben wir alle Herzcontainer voll, aber wir sind ein kleiner Vampir. Ein kleiner, blutrünstiger Vampir. Wir haben dieses Vampir-Item dabei. Das heißt, wenn wir Gegner angreifen, dann kriegen wir höchstwahrscheinlich Leben dazu. Dafür haben wir aber von Anfang halt nur ein Leben. Es droppen keine roten Herzen. Und Items, die eigentlich Herzen geben würden, so wie zum Beispiel dieses Herz, das Maggie von Anfang hat. Ich habe gerade den Namen davon vergessen. Das hat dann zum Beispiel keinen Effekt. Das wird dann keine Leben geben. Und auch Pillen, die irgendwie Leben geben würden oder sowas. Alles nicht. Nee. Also keine Pillen für uns. Und anscheinend kriegen wir auch keine Schlüssel oder was. Auf jeden Fall, wenn der uns jetzt trifft, dann sind wir schon tot. Aber kein Problem für uns. Also bisher haben wir uns noch nicht geheilt. Wir sind ein ziemlich schlechter Vampir, müsst ihr wissen. Allerdings waren das auch alles bisher nur Fliegen, die wir jetzt Gegner hatten. Von daher, Fliegen haben halt nicht so viel Blut. Achso, das ist optional. Ich habe mich gerade gewundert, wie man dann jetzt da unten an den Schalter rankommen soll, weil man noch gar keine Bomben hätte. Also wir haben eine Bombe, aber die würde ich ungern dafür einsetzen. Gut, also müssen wir hier ein bisschen sacht dran gehen. Und es wäre schön, wenn wir irgendwie mal ein halbes Leben zumindest wiederbekommen würden. Naja. Gut, egal. Wir haben zwei Leben. Wir haben nur ein Leben, aber wir haben zwei Bomben. Und deswegen sprengen wir uns das hier einfach mal auf. Eventuell haben wir ja Glück und wir bekommen Gegner. Ja, perfekt. Gegner sind gut. Oh nein, okay, Gegner sind doch nicht gut. Shit. Und ich glaube, wir heilen immer nur ein halbes Teil, wenn wir denn mal heilen würden. Aber irgendwie sieht das gerade schlecht aus mit unseren Heilungseffekten. Isaac hat irgendwie verlernt, sich zu heilen. Naja, nicht so schlimm. Wir haben ja noch ein halbes Leben. Damit kann man ja mal zum Boss gehen. Oder? Oh Gott. Okay, ja. Du bist ein witziger Boss. Da, wir haben uns geheilt. An diesen komischen Ball. Ja, geil. Los, mach ganz viele Bälle. Ich heile mich da dran hoch. Haha. Okay, doch nicht. Vielleicht lasse ich mich auch davon treffen. Dann sterbe ich einfach. Ist auch okay. Okay, das ist gerade nicht cool. Vorhin dann auch noch so ein neuer Boss. Oh Gott, nein. Wenn ich da reinfalle, dann bin ich auch tot, oder? Denke ich einfach mal. Oh, ein rotes Feuer. Oh, was machst du hier? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Komm, heil dich, Isaac. Dann fühle ich mich sicherer. Oh Gott, nein. Oh, Kacke, ey. Mich wird gleich das Feuer töten. Ich sehe das schon kommen. Wie oft müssen wir denn angreifen, damit wir uns einmal heilen? Ist die Frage. Also, ich würde mich schon sehr viel sicherer fühlen, wenn ich hier irgendwie nochmal mich für ein halbes Herz zumindest heilen würde. Naja, Ziel ist es dann zumindest, irgendwie natürlich volle Leben zu bekommen. Oh ja, tu dir selber weh. Am Feuer. Okay, ich mach das Feuer aber nicht aus. Dann ist die Chance nämlich da, dass er sich selber weh tut. Hallo Bombe. Oh, ich habe das Feuer ausgemacht. Verdammt, er hat sich jetzt selber wehgetan. Komm, heil dich, Isaac. Heil dich. Isaac, du musst dich heilen. Oh, schon gut, egal. Wir kriegen dann einen Shotspeed Up immerhin. Ein kleines Shotspeed Up und High Prices. Das wird uns helfen. Shotspeed Up ist eigentlich ganz geil. Können wir ein bisschen weiter angreifen. Ist die Frage, wollen wir in den Shop gehen? In der Hoffnung, dass da eventuell ein rotes Herz ist. Komm, wir schauen einfach mal nach. Das ist ein blaues Herz. Kriegen wir noch irgendwo Geld her, dass ich mir das leisten kann? Sieht nicht so aus. Ich könnte den... Komm, wir sprengen den nochmal in die Luft. Wir hätten zwar wahrscheinlich lieber nach einem Geheimraum gucken sollen, aber pff, wer braucht schon Geheimräume? Also ich nicht. Naja, egal. Dann haben wir jetzt alle unsere Schlüssel und Bomben eingesetzt. Für nichts. Auch schön. So, müssen wir schneller als die Zeit sein? Ich hoffe mal nicht. Wofür ist die Zeit da? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist Schluss bei Mutter schon. Es wird nicht so lange gehen. Je nachdem, wie gut wir hier halt durchkommen oder sterben oder auch nicht. Da war ein blauer Stein, hätten wir mal die Bombe behalten. Ende ist bei Moms Herz. So rum. Entschuldigung. Nicht Mom. Moms Herz. Aber man schaltet diese Challenge frei, wenn man das erste Mal Mom besiegt. So rum war das.
Genau, genau, da haben wir unsere Bombe. Die werden wir auch gleich mal einsetzen. Für diesen schnieken kleinen blauen Stein. Und ich hoffe einfach mal... Verdammt! Genau das, was ich nicht wollte. Ah, jetzt haben wir weder einen Schlüssel noch irgendwas anderes. Ah, wir brauchen mindestens zwei Schlüssel. Aber wir haben zumindest ein Leben. Das heißt, wir halten wieder einen Hit aus. Oh Gott, ich hasse diese Fliegen. Aber das Gute ist, bisher kommen nur so leichte Gegner. Und da haben wir unseren Schlüssel. Und auch 1,5 Leben. Also so langsam geht's bergauf mit unserem Leben. Und wir kriegen Toot und Touch. Wow. Ein sehr gutes Item, wenn man bedenkt, was es macht. Dann ist es eigentlich ein sehr scheiß Item. Okay, hier gibt es zumindest viele Gegner. Das heißt, die Chance... Okay, und das Item ist gar nicht so schlecht. Das heißt, die Chance ist hoch, dass wir uns zumindest um ein halbes Herz heilen. Und das Gute ist aber, ich spiele ja besser, wenn ich nur noch ein ganzes Herz habe. Und da wir die ganze Zeit nur auf dem ganzen Herzen rumsitzen, ist das bestimmt gut für mich, um mal wieder reinzukommen in Isaac. So. Lavas wird nichts machen, richtig. Habe ich ja schon angekündigt. Diese ganzen Items, die eigentlich Leben geben würden, geben keine Leben. Was ein bisschen Scharade ist, aber egal. So, gehen wir zum Boss. Das Gute ist ja, wir haben so High Priestess, womit wir Monstro einfach mal vernichten können. Sehr schön. So. Und da davon kriegen wir jetzt wohl Leben, oder? Ja. Die wir allerdings nicht benutzen können, weil wir... Ja, shit. Okay, besiegen wir kurz Krampus. Ein Devil Deal wäre mir tatsächlich angenehmer gewesen. Oh, nö. Wäre tatsächlich besser gewesen. Aus dem Grund, dass wir dann Lebenscontainer abgeben hätten tun können. Kannst du dich mal eben selber vernichten an dem Feuer oder so? Oh, wenn er gleich seinen Laser macht, dann bin ich tot. Okay, das gefällt mir gerade nicht. Oh Gott, 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 oh Gott. Nein, 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 nein. Du uncooler Typ, stirb. Danke. Oh, den haben wir überlebt. Puh, okay. Halbes Herz, ist doch okay. Ist doch genug soweit. Wir haben eine Bombe bekommen. Okay. Was bringt uns diese Bombe? Diese Bombe bringt uns an sich nicht viel, außer dass wir hier rankommen. Und uns eventuell hochheilen an einer... Ja, perfekt. Gut, danke. Und noch eine zweite Bombe bekommen, mit der wir eventuell in einen Geheimraum gehen. Der müsste ja quasi hier sein, oder? Verdammt. Okay, shit. Wir haben auch keinen zweiten Schlüssel bekommen, was ein bisschen traurig ist. Aber wir haben wieder ein Leben. Das heißt, uns geht's erstmal wieder gut. Die Leben hier müssen leider da bleiben. Das heißt, das Item, das wir vom Boss bekommen haben, hat uns auch überhaupt nichts gebracht. Aber wir waren zumindest in einem Devil Room und haben da ein gutes Item bekommen. Mussten dafür aber leider kein Leben lassen, was ein bisschen cooler gewesen wäre. Oh, shit. Okay, ein Schlüssel. Das ist ja schon mal schön. Allerdings ist es nicht schön, dass wir wieder nur ein halbes Leben haben. Okay, ihr teilt euch auf, so wie ich das sehe. Genau. Können wir uns mal bitte wieder einmal aufheilen? Das wäre ganz schön, wenn ich mehr als einen Hit aushalten würde. Hanged Man, okay. Kann man auch gut benutzen. Also noch fühle ich mich nicht sicher in dieser Challenge. Oh Gott, nein. Warum? Komm, heil dich, wir sind ein echter, wahrer Vampir. Aber zumindest werden hier alle Sachen verdoppelt, warum eigentlich? Oh, wir werden auch noch stärker, umso mehr Geld wir haben, habe ich ganz vergessen. Oh Gott. Ja, gut, das ging schnell. Probieren wir es nochmal. Ah, wir hatten eigentlich voll das gute Item am Anfang. Okay, das ist natürlich noch viel geiler, so ein Stacky Baby. Bringt zwar jetzt auch nicht so viel, aber verlangsamt die Gegner immerhin, wenn die uns so fies verfolgen wie die hier. So, diesmal wird alles anders, Leute. Diesmal wird alles anders. Ach, da kommen wir gar nicht rein. Oh Gott, wir stehen vor verschlossenen Türen. So. Immerhin haben wir eine Spinne bekommen. Macht das Sticky Baby, das Spinnen ab und zu spawnen? Das wäre ja ganz cool. Aber ich glaube, es macht das nicht. Oder wurde das verändert? Das ist natürlich möglich. Wurde ja ganz viel verändert irgendwie in diesem Spiel, habe ich das Gefühl. Oder in diesem DLC, besser gesagt. Dizzy wird schwächer. Die Leute brennen. Es gibt neue Pillen. Ach ja, apropos Pillen. Man würde zwei Pillen freischalten, wenn man hier diese Challenge schafft. Und zwar einmal die Relax-Pille, die wir schon gesehen haben, wo man dann 8 Scheißhaufen hinter sich herzieht. Oh, wir produzieren Spinnen. Das ist nett. Okay, nettes Item auf jeden Fall. Und zudem noch eine Fragezeichen-Pille, von der man nicht weiß, was sie macht. Aber ich glaube... Diese Items, die wir... Oh, guck mal, was ich sehe.
Okay, wir haben volle Leben. Ja, nice. Okay, das ist doch schon mal sehr geil. Und wir bekommen aus irgendeinem Grund Spinnen nach jedem Raum oder in jedem neuen Raum, so wie ich das sehe. Das ist ja cool. Ja, oder auch nicht. Wann bekommen wir denn Spinnen? Immer mal ab und zu? Ist natürlich auch möglich. Okay, aber so ein... Das ist ja perfekt. So ein blöder Scheißhaufen. Kriegt man einfach so einen Scheißhaufen, der ein volle Leben wiedergibt. Hä? Perfekter Start, würde ich sagen. Wir bekommen Spinnen. Sind also relativ stark. Jetzt nicht so stark wie eben, weil wir eben durch Geld auch noch stärker wurden. Machen wir einfach mal. Oh, Penny Tears. Oho, oho. Kriegen wir jetzt mehr Geld? Auf jeden Fall sehen die Tränen cooler aus. Und ich glaube, die machen sogar mehr Schaden, oder? Was genau macht denn Penny Tears? Also klar, man kriegt hier Geld, wenn man Gegner trifft, immer ab und zu. Und die Tränen sehen cooler aus, aber macht das einen noch stärker? Das wäre mal eine interessante Frage, ob das noch irgendeinen Effekt hat. Okay, aber Geld ist natürlich auch sehr schön. Wenn wir dann gleich nochmal dieses Item finden, das uns stärker macht, umso mehr Geld wir kriegen, dann wären wir ganz schön OP. Aber ich denke auch, dass wir so schon ziemlich OP werden, weil wir einfach die ganze Zeit Geld bekommen. Kann man so nicht voll viel Geld farmen, bei so einem Boss wie dem eben hier, dass man einfach die ganze Zeit seine Fliegen nur tötet und dann kriegt man die ganze Zeit Geld? Müsste doch möglich sein, oder? Oder kriegt man noch so Geld, wenn man gegen eine Wand schießt? Das wäre ja ganz schön lächerlich. So, wenn ihr euch fragt, was ich gerade mache, ich gehe natürlich in den Stachelraum, der mir überhaupt nichts bringt und den ich auch schneller wieder rausgehen müsste, aber egal. Ich meine, wir haben ja die Leben. Wir können uns das leisten. So, wir haben leider keine Bombe. Sonst hätte ich nochmal nach einem Geheimraum gesucht. Aber so, dann halt nicht. Dann gehen wir in die zweite Ebene, wo wir eben schon gestorben sind. Aber diesmal nicht. Wir sind sogar schneller als letztes Mal. Geilo. Aber das heißt ja dann, dieser Sticky Friend wurde dann auch verändert, oder? Oder haben wir noch ein anderes Item? Nee. Also Sticky Friend gibt anscheinend ab und zu Spinnen. Was sehr nett ist, weil Spinnen machen Schaden. Und Schaden ist gut in diesem Spiel. Ich mag Schaden in diesem Spiel. Ihr habt übrigens gute Tipps gegeben für den Greed One. Wie man den neuen Greed besiegen kann. Werde ich auf jeden Fall beim nächsten Mal ausprobieren. Zum Beispiel, dass der irgendwie eine Schadensresistenz bekommt, wenn man ihn die ganze Zeit angreift. Sodass es eigentlich besser ist, wenn man ihn ab und zu mal nicht angreift. Ja, weil irgendwie passt sich seine Resistenz daran an, wie oft oder wie viel Schaden du ihn gemacht hast in den letzten 3 Sekunden oder sowas. Und danach richtet er sich dann, wie viel Schutz er halt bekommt. Change. Okay, machen wir mal. Ich meine, warum nicht? Wir haben auf jeden Fall auch genug Geld. Eine Bombe wäre noch ganz schön. Genau. Das heißt, wir werden wahrscheinlich morgen nochmal versuchen, Lilith freizuschalten. Ich bin so ein bisschen eifersüchtig auf die... Oder neidisch? Neidisch. Neidisch auf die YouTuber, die Lilith jetzt schon haben. Beziehungsweise alle, nicht nur YouTuber, die Lilith schon so haben. Und... War Scary nicht früher noch, dass man irgendwie auch fliegen konnte? Egal. Ach so, das war ja gar nicht Scary, das war das Ouija-Board. Okay. Und die jetzt nicht den neuen Greed so blöd machen müssen, um Lilith zumindest freizuschalten. Klar, die müssen natürlich noch gegen den Greed kämpfen. Damit sie alles freischalten, aber nicht mit Azazel zumindest. So. Ein Schlüssel wäre noch ganz geil gewesen, aber okay. Ist auch okay so. Genau. Ich denke aber mal, dass der Edmund Macmillan Ultra Greed noch ein bisschen anpassen wird, weil jetzt gerade so wie er ist, finde ich ihn zu OP, wenn ich ehrlich bin. Aber egal. Wenn es ein bisschen herausfordernd ist, ist er ja gut, aber ich glaube, der ist ein bisschen unfair. Egal. Geht ja hier nicht um Ultra Greed, sondern um diese Challenge. Jetzt sehen wir allerdings nicht mehr so vampirmäßig aus. Apropos Vampir, habt ihr Vampire Diaries oder wie ist das andere, Twilight gesehen? Da sind ja auch Vampire drin. Was auch immer das damit zu tun hat. Egal. So, ich hätte das Lebensupgrade vielleicht erst danach aufsammeln sollen, ne? Das wäre ein bisschen schlauer gewesen. Egal, ich nehme beide mit. Finde ich immer gut, so ein paar Buddies dabei zu haben. Vor allem, wenn wir halt so viele Leben haben. Wir haben keinen Schlüssel, keine Bomben. Wir können nichts weitermachen, außer in die nächste Ebene zu gehen. Das tut mir leid. Und wir hätten sogar das Item rerollen können. Mit dem Change-Ding. Gut, ich denke halt nicht nach. Ich sehe das Item und denke mir so, oh ja, das nehme ich mit, obwohl ich schon volle Leben habe.
brauche ich zwar dich, aber YOLO. Denke ich mir dann nur so. Ich denke mir einfach YOLO. Und nimm's dann einfach mit. So. Hi, bist du was Gutes? Du bist leider gar nichts Gutes. Du hast mir einfach nur ein Leben gekostet. Du Bastardkiste. So, oh. Au. Oh, oh. Okay, wir sollten aber trotzdem aufpassen, dass wir nicht zu viele Leben verlieren. Sagt er und verliert ein Leben. Aber wir haben noch genug. Und wir heilen uns jetzt zum Glück auch. Zwar relativ selten. Und ich habe jetzt auch die Challenge irgendwie kaputt gemacht durch diesen einen Scheißhaufen. Ist jetzt ein bisschen langweiliger, dadurch, dass wir jetzt halt die ganze Zeit doch so viele Leben haben. Aber wir müssen ja noch bis zum Mutters Herz kommen. Oh. Kann ja noch ganz viel passieren, Leute. Wir kriegen jetzt auf jeden Fall ein Trinket. Jo. Die macht, dass alle Kisten rot werden. Ob das so gut ist für uns, ich weiß ja nicht. Aber ist bestimmt ganz witzig. Ich meine, goldene Kisten und sowas brauchen wir sowieso nicht, weil wir halt keine Schlüssel haben. Hier war sicher, ne? Ja, gut. Habe ich das richtig gesehen? Eins. Ah! Nummer zwei. Perfekt. Hallo, danke. Wir haben so viel Geld. Wir müssen in den Shop rein. Ich glaube, ich gehe sogar lieber in den Shop jetzt in dieser Situation, als in den goldenen Raum. Weil wir einfach 40 fucking Münzen haben. Das heißt, wir können uns da eventuell zwei Items holen. Und die könnten wir sogar noch rerollen, weil wir eine Change-Karte haben. Oder eine Change-Rune, besser gesagt. Von daher... Achso, wir haben sogar zwei Schlüssel. Okay, nee, das ist egal. So, komm. Was habe ich sonst heute so gemacht? Ich habe heute Kekse gebacken. Mit Nutella drin. Ach, cool. Guck mal, man kann hier für drei Münzen zwei Münzen kaufen. Das ist natürlich ein super Deal. Den nehme ich ein. Den nehme ich. Geil, okay, haben wir eine Münze schon mal weniger. Das ist sehr schön. Dies können wir gleich mal einsetzen. Ein Trinket kriegen wir dafür. Auch sehr schön. Die Bombe nehme ich mit. Das nehme ich mit. Wollen wir das Teil auch mitnehmen? Nö. Hätte ich natürlich noch verändern können, aber will ich nicht. Veränderung, oh Gott. Das ist ganz cool eigentlich. Aber ich wechsle es mal. Oh, das Regenbogenbaby. Das ist natürlich noch viel schöner. Haben wir schon vier Begleiter. Yay. Wir bauen hier unsere eigene kleine Armee auf. Yes. Ich mag kleine Armeen. Oh Gott, seid ihr schnell. Holy shit. Okay. Was auch immer. So, fehlt uns noch irgendwas? Wir können in den Challenge-Raum gehen. Glaube ich. Weiß ich aber nicht. Und wir haben drei Bombis. Wir könnten hier nochmal nachgucken, ob da der Geheimraum ist. Nö. Na gut, dann suche ich nach keinem Geheimraum. Dann ist mir das zu blöd. Tut mir leid. Dann behalte ich die. Oh, hallo. Ihr seid süß. Und ihr habt mir Schaden gemacht. Oh Gott, ihr habt mir zwei Schaden gemacht. Oh Gott. Nein. Geh bitte weg. Was wollte ich noch sagen? Genau, ich habe Kekse gebacken. Die sind sehr lecker. Ich habe auch sehr viel von dem Teig genascht. Und jetzt kriege ich wahrscheinlich gleich... Oh, das ist auch sehr schön. Jetzt kriege ich höchstwahrscheinlich gleich Bauchschmerzen. Aber hoffentlich erst nach dem Mann. Und was sonst? Heute auf der Arbeit bin ich aus einem Auto geflüchtet, aus einem Büro und, wo noch raus? Aus einer Telefonzelle bin ich auch noch geflüchtet und aus einem, na wie heißt das, so ein Kühlraum bin ich auch noch rausgeflüchtet. Das war toll. Ja, ja, meine Arbeit ist schon sehr anstrengend. Also es sind so Spiele, wo man daraus flüchtet, vielleicht kennt ihr das ja. Auf jeden Fall war das ein sehr erfolgreicher Arbeitstag. Ich bin aus sehr vielen Sachen geflüchtet. Und jetzt fühle ich mich so ein bisschen wie MacGyver. Oh Mann. Okay, egal. Und was habt ihr heute so gemacht? Kann übrigens sein, dass die Folge heute ein bisschen später kommt. Weil ich noch geschlafen habe. Aber egal. Kommt ja immer ein bisschen später. Immer diese Ausreden. Ach, Dizzy. So. Du tot, du tot. Ich mache euch fertig mit meinem Geld. Ich bezahle euch alle dafür, dass ihr sterbt. Ich mag übrigens unseren blauen Körper. Der ist so süß. Der sieht so ein bisschen babyhaft aus. Das gefällt mir. So ein Babyblau. Haben wir eigentlich eine Kette um? Wir haben irgendeine Kette um. Wovon haben wir die denn? Oder ist das... Ach, das ist ein Pyjama. Ah, das ist ein Pyjama, Leute. Wir haben ja ein Pyjama. Also sind wir nicht süß mit unserem Pyjama und unseren Geldaugen. Ich finde das gerade schon süß. So, was haben wir hier? Bringt uns gar nichts. Wir haben genug Geld, um das zu rerollen. Daran muss ich mich auch... Oh. Oh. Daran muss ich mich auch erstmal gewöhnen, dass man einige Items ja rerollen kann. Das könnten wir auch mitnehmen. Wir haben allerdings nur noch einen Schlüssel. Deswegen gehe ich mal lieber in den Shop rein, wo wir... Oh, werden die kleiner? Oder sieht das nur so aus? Das sieht nur so aus. Okay. Wo wir uns einen Schlüssel leisten können. Wir könnten uns auch für 5 Münzen 2 Münzen leisten. Wäre auch ganz cool. Aber ich hole mir nochmal Hive Mind.
Dadurch werden jetzt unsere Spinnen und Fliegen größer. Und da wir beides produzieren, ist das eigentlich ein perfektes Item für uns. Und wir haben Polyphemus. Das heißt, unser Schaden ist ja sehr, sehr voll. Und da unsere Fliegen und Spinnen auch noch mit unserem Schaden skalieren, ist das sehr gut. Was allerdings nicht so cool ist, ist, dass unsere... Wir haben drei Augen, Leute. Polyphemus. Das hat der Edmund Macmillan aber nicht gut durchdacht hier. Mann, Mann, Mann. Wir haben... Was ist das? Das sieht komisch aus, unsere Augen. Oh Gott, was ist mit unseren Augen passiert? Egal. Hallo, Widow. Du solltest recht schnell sterben, jo. Ist schon ein bisschen lächerlich, wenn irgendwie der Duke of Flies hier größere Fliegen spawnt, als er selber groß ist. Naja, egal. Der hat halt einen großen Magen, ne? Okay, wir haben sehr viel Schaden. Kriegen sogar noch mehr Schaden. Oh weia. Ich glaube, wir werden ein bisschen zu OP für diesen Mann. Verdammt. Dabei wollte ich doch diesmal nicht OP werden. Oh. Denkdept. Dem, dem, dem. Oh Gott, wir sind zu stark. Es tut mir leid, Leute. Ich weiß, einige von euch mögen das immer nicht, wenn ich viel zu stark werde. Aber das kann ich ja nicht beeinflussen. Aber jetzt sieht das so aus, als wenn ich nur die Guns gewinnen könnte, wenn ich voll stark bin. Weil den davor habe ich ja verloren. Obwohl ich da auch sehr stark war, aber da hatte ich nicht genug Leben. Hm. Naja, egal. Wir gehen mal in den Challenge-Raum. Mal gucken, vielleicht sind da ja eine rote Kisten drin. Jo, die uns leider überhaupt nichts bringen. Außer ein paar Gegner, die aber allesamt mit einem Hit sterben sollten. Oh. So, so, Mutti. So, so. Ist okay, Mutti. Da bist du tot. Hm, ja, ja, ist okay. Wollen noch mehr Gegner kommen, die mir allesamt nichts anhaben können? Alles klar. Habe ich nichts gegen. So. Was haben wir hier? Two of Spades. Setzen wir mal ein. Jetzt haben wir auf jeden Fall genug Schlüssel. Das ist auch sehr schön. Ich mag es, Schlüssel zu haben. Au. Oh, du verdammtes Ding. Wieso bist du explodiert? Neben mir auch noch. Wie kannst du es wagen? Oh, ganz viele Schlüssel. Die nehme ich mit. Die bringen mir zwar nicht so viel. Ich glaube, die Bomben würden mir mehr bringen. Aber pff, wenn da schon so viele Schlüssel sind, dann nehme ich sie auch mit. Hallo. Oh. Okay, da habt ihr mir fast wehgetan. Aber auch nur fast. So, kriegen wir die Bombe sogar wieder. Und den Small Rock, damit wir noch ein bisschen stärker werden. Yay. Ach man, wir sind zu OP. So, da haben wir noch einen Shop. Da können wir auf jeden Fall auch nochmal reinschauen. Eine rote Kerze. Aber ich glaube, ich bleibe bei meinen... Dingern hier. Bei meinen... Fliegen. Was bist du? Schönes Amnesia. Alles klar. Was bist du für eine Batterie? Du siehst witzig aus. Ein Charged Baby. Okay, noch ein Baby. Geil. Gute Entscheidung, dass wir die mitgenommen haben. Weil Babys muss ich immer mitnehmen. Tut mir leid. Babys sind das Beste in diesem Spiel. Und so eine Batterie als Baby ist natürlich auch sehr geil. Guck mal, der liebt uns. Jetzt ist er tot. Oh. Was das Charged Baby wohl bringt? Wahrscheinlich, dass man pro Raum zwei Aufladungen bekommt, oder? Könnte ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. Aber bin mir natürlich nicht so sicher. Jetzt sind wir auf jeden Fall in der Mami-Ebene. Das heißt, es sind nur noch drei Ebenen. Dann sind wir schon durch. Was haben wir hier Schönes? Okay, ein blaues Herz. Sind wir plus minus null. Ist okay, würde ich sagen. So. Was kriegen wir hier? Eventuell mal. Okay, fliegen ist nicht so schlecht. Vor allem, weil jede Fliege einfach 5 Milliarden Schaden macht, wie es mir scheint. Und wir haben das Trinket noch einmal bekommen. Wieso dürfen wir das nicht aufsammeln? Oh, man kann Trinkets nicht zweimal aufheben. Öde. Das ist ja richtig öde. Was hat mir da jetzt wehgetan? Wieso ist da was explodiert? Oh Gott. Geht das hier weg? Man müsste ein Leben verlieren, um an diese Kiste dran zu kommen. Okay. Interessant, Leute. Sehr interessant. Du, 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 du. Das sieht mir sehr nach einem Geheimraum aus. Yay, mit Gegnern drin. Ach, ich mag Gegner. Gegner sind eine Bereicherung für alle. Tötet mehr Gegner. So, auch ein bisschen Werbung für die Gegner gemacht. Da können wir weitergehen. Oh Gott, wieso ihr? Nein. Nein, jetzt muss ich hier bestimmt 10 Sekunden in diesen Raum verbringen. Oh Gott. So. Dafür, dass wir so viel Schaden haben, sehen wir aber noch relativ gut aus. Würde ich sagen. Also ich finde uns süß. Wir haben zwar unsere schönen... Goldaugen nicht mehr. Aber wir sind trotzdem noch ein Goldjunge, obwohl wir jetzt blau sind. Swarm Protector. Zählt das eigentlich als Fliegen-Item? Dann hätten wir jetzt nämlich schon zwei Fliegen-Items. Glaube ich.
Dann wären wir fast schon der Fliegenmann. So, hier war falsch, okay. Hätte ich nicht gedacht. Weil normalerweise deuten diese Dinger auf den Boss hin. Aber diesmal anscheinend nicht. Aber hier ist eine Batterie. Lässt vielleicht das Batteriebaby Batterien fallen ab und zu. Das könnte ich mir auch vorstellen. Das kann ich mir tatsächlich auch gut vorstellen. Ja, ja, Batteriebaby. Ich hab dich durchschaut. So, was haben wir hier? Nehme ich mit, dankeschön. Da kommen wir nicht hin. Wir können nämlich leider nicht fliegen. Wieso ist die Ebene eigentlich so groß? Ich weiß es nicht. Was haben wir hier? Strength, okay. Okay, hallo Mom. Bist du die rote Version? Ne, du bist die ganz normale Version, aber du bist trotzdem sehr schnell tot. Ich nehme das Polaroid mit, obwohl es mir eigentlich nichts bringt. Ist eigentlich egal, welches ich mitnehme. Ich mitnehme. Gucken wir mal hier rein. Noch ein bisschen stärker werden. Warum nicht? Tiersab ist auch sehr schön. Oh ja, jetzt schießen wir sogar. Jetzt schießen wir richtig starke Tränen, so richtig schnell. Ist ja geil. Und wir sind schwarz, wir gucken böse. Wir sind eine böse Prinzessin. Nichts Neues. Von daher lohnt sich das nicht für mich. Tut mir leid. Wäre da ein neues Item, dann hätte ich es wahrscheinlich sogar mitgenommen. Aber so, ich hoffe, ich nehme auch auf. Warte mal. Ja, alles gut. Alles gut, ich nehme auf. Ich hoffe, das passt auch alles. So. Wäre ja jetzt schon ein bisschen schade. Oh Gott, wir machen viel zu viel Schaden. Ach, keine Herausforderung für mich, diese Challenge. Bin zwar nur einmal gestorben, aber. Ich hätte es auch beim ersten Mal geschafft, aber ja, und so, hallo. Gut, wir haben sogar noch eine Stärkekarte. Was wollen wir damit? Oh Gott, okay, das ist ein Assi-Raum. Und wir haben. Okay. Ach, die verändern sich dann auch. Gut. Hi, ne? Nein, ich will hier nicht meine Fliegen und so opfern. Ne? Kriegen wir was Schönes? Was war da drin? Fliegen? Oh, eine Treubombe. Hi. Shit. Habe ich nicht gesehen. Beziehungsweise zu spät gesehen. Ja, wollt ihr aufgehen? Danke, danke für den Schaden. Den habe ich gern. Yay. Wir sind größer geworden. Leute, wir sind größer. Endlich sind wir gewachsen. Da unten ist ein blauer Stein. Den nehmen wir mit. Vielen Dank. Setzen wir unser ganzes Geld hier ein. Kriegen sogar noch mehr Geld daraus. Aber natürlich bin ich ein Wizard. Was denn sonst? Kann sich nur noch um Tage handeln, bis wir hier kein Geld mehr haben. Oh Gott. Wow, wir haben Glück. Wir kriegen ganz viel Geld. Ich will kein Geld. Ah! Ich will gewinnen, was drin ist. Was war drin? Puberty. Okay, sind wir auch endlich in der Pubertät? Das hat sich gelohnt. So. Naja, Zauberer sein in der Pubertät, das ist das Größte. Gut, da gibt's nix. Ach man, Isaac, wieso guckst du so böse? Die Welt ist doch schön. Guck nicht immer so böse. Lächeln braucht nur. Oh, da war eine Spur. Lächeln braucht nur zwei Muskeln. Und böse gucken verbraucht irgendwie 40 oder so. Also, Isaac, lächle doch bitte. Oder ist das ein Lächeln? Kann auch sein, dass das ein Lächeln ist. Wenn du den Mund umdrehst. Dann bist du bestimmt viel glücklicher, Isaac. So. Aber ist ja dein Leben. Als Prinzessin hat man es bestimmt nicht leicht. Ist halt Isaacs Ruf. Isaac ist nämlich gerne eine wütende Prinzessin. Dadurch ist er berühmt geworden. Dadurch ist er berühmt geworden. Ja, ja. Leider ist unser Pyjama weg. Das finde ich ein bisschen traurig. Hallo. Hallo, Tod. Na? Willst du schnell sterben? Fände ich eigentlich ganz cool. Okay, danke. Oh, ein Cube of Meat. Kabbeln wir auch noch ein Cube of Meat? Haben wir also noch einen Begleiter? Ich sehe das jetzt Begleiter an. Und schon die letzte Ebene. Na, bitteschön. Scared Womp? Oh. Stimmt, hier waren wir auch schon einmal, ne? Übrigens frage ich mich gerade, warum wir diese eine Pille, die wir hier jetzt freischalten werden, tun. Wie wir die schon bekommen hatten. Also wir hatten die ja schon mal, diese Relax-Pille. Wieso haben wir die bekommen, wenn wir sie noch nicht mal freigeschalten haben? Oder ist das wieder nur ein Bug von Afterbirth? Dass man schon alles freigespielt hat, obwohl man doch gar nicht alles hat. Weiß man nicht. Oh, ein Krähenfuß. Hallo, Krähenfuß.
So, oder kann man im Greed-Mode einfach alles bekommen und daran lag das? Ich glaube nicht, wir hatten die Pille im Greed-Mode. Was ist das? You feel cursed. Okay. Cool. Ist das jetzt gut oder ist das schlecht? Bin mir da nicht so sicher. Bin mir da tatsächlich... Wow, okay, da kommt wieder runter. Bin mir da tatsächlich nicht so sicher, ob das jetzt ein gutes Item war zum Aufheben. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, was das war. Dieses Cursed Tower Ding. Wir fühlen uns gecursed. Ja, ja. Nicht geküsst, sondern gecursed. Jera Abduans. Haben wir zwei Stärkekarten. Auch sehr schön. Nee, das hat sich mal so überhaupt nicht gelohnt. Hi, ne? Ich werde gerade heiser. Das ist auch sehr schön. Ah, Gott. Okay. Wo wohl der Boss ist? Man weiß es nicht. Was meint ihr? Hätten wir mit diesem Equipment, das wir jetzt haben, Greed besiegen können? Würden dadurch die Gegner schneller gestorben sein? Tun die da diese Gegnermengen? Weiß man nicht, ne? Weiß man nicht. Ich glaube, man muss schon ziemlich OP sein, um diesen neuen Greed so zu besiegen, wie er gerade ist. Ja, ich denke ein bisschen zu oft an Ultra-Greed irgendwie. Tut mir leid. Oh, ganz viele fliegen kurz vor Boss. Das ist schön. So, dann. Hallo, Idlis. Oh. Ach Mann, meine Fliegen haben dich schon getötet. Ach toll, egal. Guck mal, wir sind voll groß. Ach, durch Stärke werden wir jetzt noch ein bisschen größer, ne? Ach, ich hätte gern doch irgendwie was Stärkeres besiegt. Nein, egal. Gut, haben wir die Trophäe bekommen, sollten jetzt zwei neue Pillen. Richtig. Nämlich die Relax und die Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen Pille, was auch immer das macht. Eine Random Pille, man weiß es nicht. Okay, zumindest haben wir eine dieser roten Challenges hier unten geschafft. Nämlich die Have a Heart Pille. Ich hab euch alle lieb. Ich mache jetzt ein Herz in meine Webcam, die nicht an ist. Fühlt euch alle geherzt. Und dann würde ich sagen, war es das aber für diese Folge. Ich hoffe, diese Challenge hat euch ein bisschen gefallen, auch wenn wir relativ am Anfang schon zu stark waren, meiner Meinung nach. Und dadurch, dass wir halt von Anfang an schon volle Leben hatten, ist die Challenge ein bisschen kaputt gegangen. Das tut mir leid, aber ich kann das ja leider nicht beeinflussen. Ich hätte natürlich das Teil nicht kaputt machen müssen, aber ich wollte. Ja. Gut, dann würde ich sagen, machen wir morgen entweder eine Daily Challenge. Welche ist denn das? Oh, wer ist das denn? Ist das Judas? Scheint Judas zu sein. Eine Daily Challenge oder wieder normal One. Wahrscheinlich werde ich nochmal versuchen, Lilith frei zu spielen. Ich will diesen neuen Charakter einfach haben, auch wenn das mit Dizzy wahrscheinlich ein bisschen schwer wird. Wie das mit meinem neuen Modell da aussieht, weiß ich noch nicht. Vielleicht gibt es da morgen ja neue News. Dann, auf jeden Fall, würde ich mich freuen, wenn ihr dann morgen wieder einschalten würdet. Bis zum nächsten Mal und tschüss, liebe Leute. Tschüss. Habt noch einen wunderschönen Abend und eine wunderschöne Nacht. Träumt was Süßes. Und wacht putzmunter wieder auf. Tschüss.